Was ist es, das all diese Menschen verbindet? Es ist die Leidenschaft für ihren Sport. Es ist der Wunsch, Erster, Schnellster, Bester zu sein. Über sich hinauszuwachsen, kämpfen, durchzuhalten. Es ist ihr Team. Es ist ihr Publikum. Es ist die Gemeinschaft, die sie trägt. Und du, du bist ein wichtiger Teil davon. Wir fördern die Bestleistungen von Spitzensportlern ebenso wie den Volkssport und die nachhaltige Jugendarbeit in den Vereinen. LEW.
meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute Samstagabend, Mühlhalle Oberöhingen. Die Halle ist schon wieder gut gefüllt und es spielen die Scanplus Baskets, die aktuellen Nummer 4 in der Tabelle stehen, gegen den 9. Die Jungs aus Coburg, vom BBC Coburg. Ja, die Mannschaftsausstellung läuft bereits, die Coburger sind schon da. Und jetzt warten wir, bis es hier weitergeht mit der Mannschaftsausstellung der Elche. Und da hat sich der Hauptsponsor, die Scanplus, die Firma Scanplus, nur wieder was einfallen lassen und hat hier einen überdimensionalen großen Elch in der Brühlhalle, durch die die Spieler dann kommen und vorgestellt werden. Das ist ein schönes Bild, sieht gut aus. So, das können wir uns jetzt anschauen. Es kommt die Einlaufmusik. Und wie es sich gehört, die Zuschauer stehen auf und warten auf den Einlauf ihrer Heimmannschaft. Ja, das ist bereits das Rückspiel gegen den BBC Coburg. Die Coburger haben bisher 5 Spiele gewonnen und eigentlich alle nur in der eigenen Halle. Auswärts hat es noch nicht geklappt. Und auch das Hinspiel hat die Scanplus Baskets mit 5 Punkten verloren. Aber jetzt halte ich sie nicht länger auf. Schauen Sie sich die Mannschaftsausstellung an. Das ist ein schönes Bild, eine schöne Choreografie. Und jetzt kann es losgehen. Der Hallensprecher, OK, der braucht. Und der erste ist CJ Oldham. Und dann kommt mit der Nummer 3. Sie nennen hier ihr Air Croatia. Jere Vucica. Ja, und er, um ihn habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Stefan Fekete, unser Aufbauspieler, war hier die ganze Zeit warm angezogen, hatte die ganze Woche über eine Grippe. Schauen wir mal, wie es heute bei ihm geht. Und nun unser Youngster, der ein super Spiel letzte Woche gemacht hat in der zweiten Mannschaft, Jonas Sauer. Und hier, ja, fast der Publikumslieber, er ist schon ewig hier. Unser Überflieger, Brian Butler. Der Mann, der gegen Leverkusen 5 Dreier eingeschenkt hat, Edin Alispajic. Carlo Rosic, der auch schon zweimal in dieser Saison in der Starting Five stand. Ja, Jurica auch dabei. Und hier Colton Ray mit einem kleinen Einlagetänzchen. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht letzte Woche in Leverkusen. Hat zwar leider nicht zum Sieg gereicht, aber den direkten Vergleich, den hat er nun. Unser Center Christian Kuhn. Und die Elche natürlich wieder in ihrer schön gestalten Weihnachtshose. Das sieht wirklich gut aus, da haben sie sich auch was Tolles einfallen lassen. Und das Tolle, ich habe es vorhin gehört, diese Hosen werden noch versteigert. Bin ich auch mal gespannt, wer da alles Interesse dran hat. Ja, bei den Elchen, Marin Petritsch fehlt. Leider, er sitzt hier unten auf der Bank, aber leider angezogen, der Senior. Er kann verletzungsbedingt heute leider nicht mitspielen. Und jetzt gibt es noch ein kleines Giveaway für die Zuschauer von den Spielern. Daniela hat noch was verteilt und die Spieler bringen jetzt für die Zuschauer, haben ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Die Coburger haben sich ziemlich verstärkt, haben einen neuen Aufbauspieler mit Adams bekommen, der schon überragende Leistungen abgeliefert hat und eigentlich schon eine kleine Wende hier eingeführt hat bei Coburg.
Und sie haben natürlich eigentlich auch einen sehr gut besetzten Kader. Wenn es auch in der Saison noch nicht so hundertprozentig gelaufen ist. Man ist Platz 9 in der Tabelle. Wie gesagt, auswärts hat es noch nicht geklappt, aber die Mannschaft und auch der Trainer Ulf Schabacker werden sicherlich alles daran tun, dass auch diese Serie gebrochen wird. So, die Schiedsrichter holen die beiden Mannschaften runter und gleich geht's los. Sind wir mal gespannt, wer heute in der Starting Five steht. Da ist unser Trainer Pere Vucica immer mal wieder für eine Überraschung gut. So, die Schiedsrichter kommen aufs Feld. Schiedsrichter kommen aufs Feld und jetzt wird es gleich losgehen. Ja, Kobo beginnt mit Wolf, mit Francesi, ein Franzose. Mit Max van der Wippel als Center. Dann wird sicherlich Adams auflaufen im Spielaufbau, nehme ich mal an. Ja, er kommt schon mit der Nummer 1. Immer eine schöne Geste, die Trainer begrüßen sich. Und, oh ja, Oberhechingen beginnt wieder mit Karla Rosic, Christian Kuhn. Diese Oldham, Jere Vucica und Ray. Ja, wie üblich stehen alle Zuschauer auf bis zum ersten Korberfolg der Heimmannschaft. Das hat sich auch so eingebürgert in der Basketball-Bundesliga. Eichen in den Ballbesitz mit Oldham. Oh, der sich gleich schön durchsetzt und die ersten beiden Punkte macht. CJ Oldham. Und die Zuschauer setzen sich. Ah. Max van der Wibbel verlegt. Christian Kuhn holt den Rebound. Und toller Assist von Oldham. Ganz klasse gemacht auf Kuhn. 4:0. Und wieder geht's über Oldham. Oh. Genau der gleiche Weg. Assist von Oldham auf Christian Kuhn und er legt ganz sicher ab. 6:0. Toller Start der Ehe. Oh, und 3-Punkt-Wurf von Coburg nachgelegt von Wolf. Ja, es ist neu. Oldham übernimmt den Spielaufbau. Nachdem Fekete, wie ich es eingangs gesagt habe, krank ist oder angeschlagen. Oh! Ja, was legt denn Christian Kuhn hier von Start hin? Die ersten 6 Punkte auf Kuhn. Oh, Coburg wechselt schon.
Van der Wibbel muss raus, geht raus und Fichtner für ihn im Spiel. Ah, jetzt kommt das erste Foul. Und das Foul geht an Oldham. Zwei Freiwürfe für Coburg. Und Wolf trifft sicher und sorgt damit für die ersten 5 Punkte. Die hat alle hergemacht bei den Coburgern. Oldham macht das gut. Ah! Und man glaubt es nicht. Er verlegt Christian Kuhn, macht die beiden Punkte und bekommt noch den Bonusfreiwurf. Und somit hat der Christian Kuhn von den ersten 10 Punkten der Elche 8 gemacht. Und schauen wir mal, was er mit dem Bonusfreiwurf noch macht. Zu kurz. Der Dreier von Franceschi war auch daneben. Rebound bei Ray. Er übernimmt jetzt den Aufbau kurzfristig. Macht sie gut, die Elche. Schnell wechselt der Spielaufbau und wieder zu Christian Kuhn. Und Air Croatia, Jere Vucica fliegt an und verwandelt. Jetzt gibt es eine Spielunterbrechung. Auszeit. Der Coburger Trainer Ulf Schabacker sieht sich gezwungen, gleich die erste Auszeit zu nehmen. Ja, munteres Spiel, muss man wirklich sagen. 12:5. Punkte in nicht mal 3 Minuten, das ist nicht schlecht. Guter Start der Elche. Ja, das ist natürlich wichtig beim Spielaufbau. Wenn Stefan Fekete angeschlagen ist, müssen andere einsteigen und Oldham macht das gut. Normalerweise macht das ja auch Marko Kristanovic, der aber leider schon längere Zeit fehlt und momentan wieder in einer Wiedereingliederungsphase ist. Und wir können noch nicht sagen, wann er hier wieder zurück ist und wieder ins Spielgeschehen eingreift. So, mal schauen, ob die Auszeit bei den Coburgern eine Veränderung bringt. Der Trainer hat schon sehr engagiert gesprochen. Oh, jawohl, schön geblockt, aber leider ins Aus. Und das war ein Airball. Von Kevin Bruno Franceschi, der letzte Woche beim Sieg gegen die Röndorfer, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ich glaube, weit über 30 Punkte gemacht hat. Etliche Dreier getroffen hat. Ah.
Carlo Rosic verliert den Ball. Ball geht ins Aus. Einwurf Coburg. Ja, das Wurfglück ist den Coburger noch nicht so hold. Oh, Ray setzt sich hier schön durch. Verteidigen früh die Elche. Oldham gegen Adams. Ja, schön gespielt. Schöne Einzelleistung. Schöner Move, schöne Bewegung. Colton Ray mit 3, jawohl! Oh, bei den Elchen läuft's. Fantastische Trefferquote. Und Coburg bereitet schon die nächste Auslieferung, Auswechslung vor. Nicht Auslieferung, Auswechslung. Schön geblockt. Und der Ball kommt zu Rosic. Und er verlegt. So schön gespielt. Leider nicht geklappt. Ah. 3 Punkte von Coburg. Schon der zweite 3-Punkte-Wurf von Coburg. Ja. Erstes Foul und die Elche wechseln. Carlo Rosic geht raus und Brian Butler kommt ins Spiel. Aber es müsste doch noch 2 Freiwürfe geben, oder? Jawohl, für Oldham. Oldham, der schon 2 Punkte und 2 super Assists aufgelegt hat. Und auch hier souverän trifft. Aber er trifft einen. 18-10. Oh, Adams, ja. Fantastischer 3-Punkte-Wurf. Ja, dafür haben sie ihn ja geholt. In der Saison. Er hat nicht von Anfang an gespielt, wurde nachverpflichtet und hat sich gleich zu einem Leistungsträger aufgemacht. Da muss Adams gegen Kuhn. Ah, es sind auch einige Coburger Fans dabei. Man sieht es an den Prose-T-Shirts, die sich hier auch lautstark zu Wort melden. Toll, tolle Atmosphäre. In der heute auch wieder gut gefüllten Brühlhalle. Und nun haben die Elche die Auszeit genommen. Sind sie doch wieder gut rangekommen, die Coburger. 18-15, 3-Punkte-Führung für Elche, für die Elchinger. Bei den Elcher Topscorer Christian Kuhn mit 8 Punkte. Und bei Coburg ist es Wolf mit 5.
schön gespielt eigentlich alles. Ball geht raus auf die Dreierlinie, wo Ray steht. Aber er trifft halt leider nicht. Ja, das war ein Missverständnis bei Coburg. Das war ein Missverständnis zwischen Adams und Walde. Adams spielt den Ball ins Aus. Oh, Oldham. Er hinkt und muss ausgewechselt werden. Ich konnte es nicht sehen, was war. Abu Pero Vucica wechselt aus. Es geht sein Sohn Jere. Und es kommt Stefan Fickede und unser Youngster im Team, Jonas Sauer. Der langsam herangeführt wird, Jonas Sauer. Brian Butler schmeißt sich den Ball auf den... Oh. Ja, Christian Kohn macht die Punkte. Das waren seine Punkte 9 und 10. Ja, das ist... Er bekommt das Foul Adams, aber... Ich weiß ja nicht, wie die Einstellung von seinem Trainer ist, aber er macht mir hier schon sehr viel alleine. Aber wenn dann der Pass kommt oder der Assist, ist es ja sicher okay. Ah, er wird hart bedrängt. Stefan Fickede im Spielaufbau. Oh. Das könnte ich jetzt nicht verstehen, was der Schiedsrichter hier gepfiffen hat. Der Ball war am Bein, aber... Okay. Spielerwechsel bei Eichingen. Edin Alispajic kommt für Christian Kuhn. Und mit der 33 Marko Jurica. Im Spiel. Ah, schön Turan. Schön aufgepasst von Jonas Sauer, dass sich den Ball holt. Und jetzt geht's mit Brian Butler. Oh! Und Schnellangriff von Coburg, nachdem wir hier verlegt haben. Mein Gott, das hat wie sichere Punkte ausgesehen, aber so ist das manchmal. Irre. Rebounder zu Adams, der alleine geht gegen Stefan Fickede. Und natürlich Foul von Stefan Fickede. Die Coburger wollen hier ein unsportliches Foul gepfiffen haben. Aber es bleibt beim normalen Foul. Mannschaftsfoul 4 bei Eichingen, 2 bei Coburg. Und jetzt gibt's Jonas Sauers erste. Entschuldigung, war ich falsch. Dann war es jetzt das vierte Mannschaftsfoul. Ja. Noch eine Minute im ersten Viertel. Stefan Fickede. Edin Alispajic. Bemängelt hier. Verlangt ein Foul.
Jonas Sauer verteidigt hier gut. Und bekommt das Foul. Vollbelastung bei beiden Teams. Noch unkritisch, obwohl doch Stefan Wecke, der hat schon zwei. Hat noch gar nicht lange gespielt. So, noch 18 Sekunden im ersten Viertel. Die Eiche können diesen Angriff ausspielen. Ich schaue mal runter, gibt Schiedsrichter diskutiert am Anschreibetisch. Kann aber von mir aus nicht erkennen, was los ist. 18 Sekunden noch. Und dann geht es natürlich über Stefan Fecke. Mal schauen, was die Elche sich jetzt einfallen lassen. Stefan schaut auf die Uhr. Das hat nicht geklappt. 1,6 Sekunden noch hat Coburg Zeit für diesen Angriff. Oh, der Trainer. Er ist unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Er diskutiert. Ulf Schabacher. Weiß nicht, was ihm hier nicht passt. Aber die Oberechinger waren im Hinspiel mit der Schiedsrichterleistung auch nicht zufrieden. Aus Ende des ersten Viertels, 22 zu 17 für die Eiche. Die Scamplus Baskets haben ganz schnell angefangen, haben über Christian Kuhn die ersten fast. Mädchen und Technik? Na klar. Gerade uns Mädchen stehen dein Team alle Türen offen. Mach jetzt den ersten Schritt und melde dich bei meinem Team Mädchencamp an. Wir haben tolle Sachen für dich vorbereitet. So, die Mädels, alle ganz in Schwarz, haben schön getanzt. Und jetzt geht es ins zweite Viertel. Für die Eiche wäre ein heutiger Sieg wichtig. Wenn man heute das Spiel gewinnt, hat man eigentlich absolut wieder Anschluss an den zweiten Tabellenplatz. Da werden die Coburger sicherlich was dagegen haben, die aktuell auf dem neunten Platz stehen. Und natürlich da unten rauskommen wollen. Zwei Punkte über Brett gespielt. Ja, Edin, alles bei. Ciao. Ganz sicher. Von der Mitteldistanz seinen Wurf sicher verwandelt. Das war faul. Gegen Brian Butler. Erstes Foul für Brian Butler.
Tippin durch die Nummer 12 von Coburg. Ja, sie kommen besser ins Spiel. Angriff tun die Elche sich ein bisschen schwer gerade. Und auch Brian Butler kann sich hier nicht durchsetzen und verliert den Ball. Und jetzt der 3-Punkte-Wurf. Rebound bei Oberhingen. Jetzt Stefan Fickedeme. Er findet keinen Anspieler. Jetzt Brian Butler. Zu Carlo Rosic. Nein. Und Adams. Gerade Pech gehabt. Der Ball war fast schon drin. Noch 5 Sekunden. Stefan Fickede trifft seinen 3-Punkt-Wurf nicht und Brian Butler kann den Rebound. Kann den Ball nicht mehr sicher halten und er geht ins Aus. 24-21 für die Eiche. 3-Punkte-Führung noch. Ja, sie kommen wirklich besser ins Spiel, die Coburger. Das ist Foul von der Nummer 15. Alice Palsch pfeift er. Und das gibt natürlich 2 Freiwürfe. Für den Franzosen Francesi. Den ersten hat er sicher verwandelt. Den zweiten auch. Und er steht mittlerweile bei 4 Punkten. Ja, die Zuschauer merken, dass sie ihre Mannschaft anfeuern müssen. Es wird lauter in der Halle. Jere Vucica gibt zu Stefan Fekete. Zu Carlo Rosic. Aber er trifft nicht und der Rebound wieder bei Coburg. Die Maß natürlich. Ja, auch hier der 3-Punkt-Wurf nicht. Edin mit dem Alice Balsch mit dem Rebound. Ja, jetzt hat Jere Vucica seinen 3-Punkte-Wurf getroffen. War wichtig. Das war nicht schön, was die Nummer 12 hier von Coburg gemacht hat. Das hätte ich als Tätigkeit gepfiffen. Er nimmt den Ellenbogen, haut raus und trifft Brian Butler, ja, fast in den Unterleib. Das war keine schöne Aktion von Christopher Wolf. Mensch, da haben sie aber auch schon Pech, die Coburger. Ball rollt wieder raus. Und Carlo Rosic wieder, probiert es wieder. Und jetzt macht er ihn. Und er freut sich. Er freut sich. Dritter Versuch. Und er trifft. Wir haben jetzt 2 Dreier hintereinander. Und so schnell geht es beim Basketball. Schon ist man wieder 7 Punkte vorne.
Ja, man merkt das Publikum und es geht sicherlich auch auf die Mannschaft über. Ah, Brian, klar. Das hat er aber auch ganz clever gemacht. Dino Ciardevic, der hier das Foul sieht. Die Elche wechseln wieder. Christian Kuhn, der so super angefangen hat, kommt wieder ins Spiel. Hoffen wir mal aus Elchener Sicht, dass er genauso weitermacht. Oh, das war aber ein ganz schlechtes Anspiel in den Arm von Fekete. Und Karlo Rosic nochmal. Ja! Und er trifft wieder. Ja, freut mich so für ihn. Er ist schon so lange in Oberhingen. Ich kenne ihn auch als wirklich Jugendspieler in der Regionalliga. Oh, aber Adams auch gleich geantwortet. Er ist immer dabei geblieben, obwohl er viel Zeit auf der Bank verbracht hat. Aber klasse, auch vom Team, vom Trainer. Das ist so. Ja, ihm das Vertrauen schenken. Und jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. 3 Punkte Coburg. 5 Sekunden später 2 Punkte Elchingen. Jere Vucica. Ja, aber die Coburger, alles über Adams. Jetzt gibt der Ball raus, klar. Jere Vucica holt den Rebound. Stefan Fekete legt los. Und wieder zu Karlo Rosic. Nein. Diesmal nicht. Und Adams wieder. Oh, er legt aber jetzt los wie die Feuerwehr, Adams. Ein Top-Spieler. 9 Punkte hat er jetzt gemacht. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass er nicht heiß läuft. Und der nächste Dreier-Versuch. Aber den hält sich Christian Kuhn den Rebound. Oh! Hat man das gesehen? Wahnsinn! Wahnsinn! Stefan Fekete und unser Überflieger. Mein Gott! Wie wenn er vom Trampolin abspringt. Brian Butler, das sagen ja 50 cm höher wie der Korb gefüllt. Und er dankt den Rainer. Das ist natürlich was fürs Publikum. Und der Coburger Trainer nimmt die Auszeit. Ja, das war ja was. Das müssen Sie sich nochmal anschauen. Wahnsinn. Ja, das Publikum ist gleich da. Und so schnell geht es. Jetzt haben wir schon wieder eine 8-Punkte-Führung für die Elche. Ich schau mal runter. Ja, bei den Elchen geht es entspannt zu mit der Ansprache vom Trainer. Ich schau mal runter zu Oldham. CJ Oldham, er ist behandelt. Aber hoffentlich ist es nicht so schlimm, dass er nicht mehr spielen kann. Das wäre ganz schlecht, der so toll angefangen hat und heute den Aufbau übernommen hat. Aber er wird behandelt. Und dann wieder Ray gegen Adams. Oh, na. Da werden sich die Coburger noch ärgern. Ich glaube, das war der 5. oder 6. Korbleger, der jetzt hier verlegt wurde. C. Ray. Ah, Pech gehabt. Der war schon drin, hat schon reingeschaut. Springt raus.
Weilheim aus. Und jetzt wechselt Coburg. Jetzt darf auch Adams mal raus. Und es kommen zwei neue Spieler. Wieder 15, das erste Mal hier auf dem Feld. Muss man an Rico. Brian Butler, wunderschön reingelegt. Er kann schon Basketball spielen. Sich gleich ein Foul eingehandelt. Ich weiß gar nicht. Der Trainer von Coburg. Sehr engagiert. Jere Vucic mit 3 Punkten. Jawohl, und er macht sie. Oh, wow, 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 wow. Jetzt fallen sie, die Dreier. 11 Punkte Führung. Ah, der Korb zählt. Das Foul. Und das Foul bekommt Karol Rosic und das gibt einen Bonusfreiwurf für die Zarevic, der bereits 5 Punkte hat. Hat er sich gegen 3 Mann 2-mal durchgesetzt. Jere Vucic, ja, und bekommt dann das Foul. Und das gibt 2 Freiwürfe für ihn. Rebound-Verhältnis. Oberehingen 22. Coburg 17. Assists, und das ist die Stärke der Elche. 13 Assists auf Seiten der Elchinger und nur 4 auf Seiten der Coburger. Oh, Jere, er macht. Belasten. Und den zweiten. Ja, jetzt verteidigen sie auch gut die Elche. Die Coburger brauchen lang. Brauchen lang, bis sie abschließen können. Wow, und nochmal. Sorry, auf Air Croatia. Jere Vucic, die Halle tot. Super Basketball der Elche jetzt in der Phase. Und jetzt gibt es einen Foul gegen Christian Kuhn. Und noch 57 Sekunden zu spielen im zweiten Viertel. Ja, die Elche den Gegner bisher auf 33 Punkte gehalten. Das ist gut. Spricht für eine gute Verteidigung. Walde mit seinen Punkten 5 und 6. So, noch 56 Sekunden. 11 Punkte Führung für die Elche. Ball kommt zu Ray. Und die Nummer 3, Duran, schlägt ihm in die Hand. Und dann gibt es Foul. Fouls haben die Elche deutlich mehr, muss ich gleich mal schauen. Aber jetzt will ich mal schauen, wie der Angriff hier noch läuft. Colton Ray verliert den Ball.
Oh, Ball war im Aus. Herr Koburg hat sich den Ball so schön erkämpft, rutscht aber damit ins Aus. Tja. Und man nimmt noch mal eine Auszeit. Und das. Die Auszeit geht auf Eichingen. Schöner Anblick heute hier in der Halle. Viele Jugendliche auch da. Bunter Mix, bunte Mischung hier in Eichingen. Zuschauerzuspruch hat sich ja erfreulicherweise entwickelt. Ja, heute sind viele Weihnachtsfeiern und nur andere Veranstaltungen. Eher normaler Durchschnitt. Aber so hatten wir schon ganz, ganz tolle Spiele hier, wo viele Leute da waren, gegen Schwenningen, gegen Ulm. Wahnsinn, und vor allen Dingen auch gegen Leverkusen war die Halle so toll gefüllt. Und das war ja so eine tolle Werbung, als man den Tabellenführer hier mit über 30 Punkten aus der Halle geschossen hat. Das war Basketball vom Feinsten, den die Elche hier geboten haben. So, noch 40 Sekunden. Ja, Adams schon wieder auf dem Feld, hat es nicht lange auf der Bank ausgehalten. Ich glaube keine, nicht mal zwei Minuten oder anderthalb. Angriffszeit, 40 Sekunden noch Spielzeit im zweiten Viertel. Hat nicht geklappt, aber die Elche bekommen noch mal den Ball. Reicht nicht, um auszuspielen für Coburg. Obwohl ich glaube, er meint, dass es so ginge. Das kann nicht gehen von Adams, das ist zu eigensinnig. Er versucht hier gegen drei Große durchzuspielen. Und da wurde er natürlich geblockt. Er beschwert sich auch jetzt gleich beim Schiedsrichter. So, noch 2,5 Sekunden für die Elche. Ah, nein, das hat nicht geklappt. Halbzeit! Halbzeit, 46 zu 35. Die Elche haben das Spiel furios begonnen. Die Coburger sind gut zurückgekommen Ende des ersten Viertels. In der zweiten Halbzeit war die Vorteile dann eindeutig bei den Elchen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Erholen Sie sich gut und dann bis zur zweiten Halbzeit, zum dritten Viertel. Was ist es, das all diese Menschen verbindet? Es ist die Leidenschaft für ihren Sport. Es ist der Wunsch, Erster, Schnellster, Bester zu sein. Über sich hinauszuwachsen, kämpfen, durchzuhalten. Es ist Ihr Team. Es ist Ihr Publikum. Es ist die Gemeinschaft, die Sie trägt. Und du, du bist ein wichtiger Teil davon. Wir fördern die Bestleistungen von Spitzensportlern ebenso wie den Volkssport und die nachhaltige Jugendarbeit in den Vereinen. LEW.
So, auf geht's. Zweite Halbzeit beim Spiel des Campus Baskets Oberhellingen gegen die BBC aus Coburg. In der Halbzeit war ja toll was los. Man hat die Hosen versteigert, die Weihnachtshosen der Spieler. Erstaunlich, was da manche Leute bereit sind, für so eine Hose zu bezahlen. Toll, tolle Aktion. Aber jetzt kümmern wir uns wieder ums Spiel. Die Elche sind im Ballbesitz. Und Karla Rosic. Ja. Nein, ich mache mir Sorgen um Oldham. Der sitzt hier unten, der hat seinen Fuß hochgelegt. Ah, er ist angezogen, es sieht mir fast nicht so aus, als ob er nochmal kommen kann. Ewig schade, dieser sympathische junge Kerl. Das hoffentlich ist er nicht arg verletzt. Aber dass er heute noch kommt, sieht mir wirklich nicht so aus. Ja, die Coburger bekommen ein Foul und dadurch zwei Freiwürfe. Und der Spieler mit der Nummer 10, Francesi, verwandelt sicher zu seinen Punkten. 5 von 6. Ja, und jetzt lastet natürlich der Spielaufbau Fekete, nachdem Oldham angefangen hat. Christian Kuhn verwirft. Und es geht wieder los mit Adams. Was macht er? Francesi mit einem ganz sauberen 3-Punkte-Wurf. Ich sagte es, glaube ich, schon, er hat letzte Woche Röndorf abgeschossen. Und das hat Stefan Fekete gut gemacht. Er hat die Lücke gesehen, blitzschnell durch, macht den Korbleger und bekommt noch einen Foul. Und er macht seine ersten beiden Punkte, aber er hat schon wieder, und das ist seine Aufgabe, 5 Assists hat er schon wieder draufstehen. Den Freiwurf kann er nicht verwandeln, aber Christian Kuhn, jawohl, holt den Rebound und macht die Punkte. Klasse, Christian Kuhn. Das waren seine Punkte, 10. Oberhellingen Vucica, der Topscorer mit 14 im Augenblick. Ah, Adams ist schon ein toller Spieler. Und Christian Kuhn ist überhaupt nicht einverstanden. Diskutiert auch mit dem Schiedsrichter, sagt, ich bin hier ganz klar weggeschoben worden. Und er diskutiert schwer mit dem Schiedsrichter. Christian Kuhn ist überhaupt nicht einverstanden. Mein Christian Kuhn ist, den schiebt schon eigentlich weg, der ist 2,8 Meter groß. Stefan Fekete, da wusste er nicht, was er machen soll. Adams, ein wahnsinnig schneller Spieler. Und jetzt scheint mir das. Ja, da braucht er sich nicht beschweren, Christian Kuhn. Aber er muss jetzt aufpassen, Christian Kuhn. Der hat jetzt hier sein drittes Foul bekommen. Und der Franzose Franceschi bekommt jetzt wieder zwei Freiwürfe und er ist ein sicherer Schütze. Oh, gerade sage ich es noch, wenn er verwirft. Aber den zweiten macht er sicher. Pere Vucica reagiert natürlich.
Christian Kuhn hat 3 Fouls, er geht raus und Edin Alispajic kommt für ihn. Mike geht zu Brian Butler. Und Brian macht es nochmal zu Jerewood. Ah, und der Rebound bei Alispajic und Stefan Fekete. Oh. Jawohl, schönes Tip-In von Brian Butler. Wollte ein Spieler, Brian Butler gibt den Ball zu Wichita, aber er kann ihn nicht unter Kontrolle bringen. Ball geht ins Aus. Oh, Adams hat den Ball eigentlich verloren. Das gibt ein technisches Foul gegen die Bank, oder? Nein. Gegen Stefan Fekete bekommt es. Er ist unzufrieden, Stefan Fekete, will mit dem Schiedsrichter sprechen. Das sollte er jetzt Sieber sein lassen. Und der Trainer nimmt gleich eine Auszeit. Stefan Fekete ist nicht, immer noch geht er zum Schiedsrichter. Oh, da bin ich mal gespannt, wollte ich mal runterschauen, was hier los ist. Reich. Pere Vucica schreibt auf sein Board den nächsten Spielzug oder wie sie spielen sollen. Ah, Oldham, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja, so schnell geht das im Basketball. Jetzt sind es nur noch 5 Punkte, die Eiche vorne sind. Und technisches Foul bedeutet Freiwurf jetzt für Coburg. Und Ballbesitz Coburg. Und da kann so ein Spiel sich schnell drehen. Naja, hat auch Stefan Fekete gleich ausgewechselt. Und Ray kommt rein und er wird den Spielaufbau übernehmen. Vucica mittlerweile bei 16 Punkte und Adams macht. Ja, er verwandelt natürlich, sicher. Das war sein 12. Punkt. Ballbesitz Coburg. Das war Offensivfoul. Oh. Edin Alispajic, nein. Oh, mit Brett. Ein 3-Punkte-Wurf mit Brett von Edin Alispajic. Oh, schön geblockt. Pere Vucica. Ball geht ins Aus. Ballbesitz Coburg.
Jere Vujicic, schreit das Publikum. Ich verstehe nicht, was Adams hier... Oh, da hat er natürlich jetzt Glück gehabt, dass er den Ball noch bekommt, aber... Schön, Brian Butler. Mit Foul, and one. Da hat er gewartet, bis der Spieler von Coburg springt. Und jetzt... Jawohl, er macht den sauber. Brian Butler, das war sein 7. Punkt. Und hat aber erst einen Rebound. Wenn ich das richtig sehe, ja. Oh, schon 4. Teamfoul, der Eche. Viertes Teamfoul der Eiche. Ja, doch, die Coburger haben auch schon 4. Foulbelastung. Eiche in 15, Coburg 11. Coburg, ja. 3 Punkte von Wolf. Der damit auch schon 10 Punkte hat. Schön gemacht von Ray. Ah. Gutes Basketballspiel, das wir heute hier sehen, ja. Ja, aber die Coburger. Ah, da haben sie Pech gehabt. Ja, da kann es keine neue 14 Sekunden geben. Der Ball war nicht am Ring. 1 Sekunde noch, jawohl, so ist es richtig. Ja, doch wieder 14. Habe ich nicht gesehen. Ah, doch. Ja, gibt 14 Sekunden. Ah! Ja. Ray hat noch geschaltet. Schrittfehler, ja. Das stimmt. Oh. Trainer Pero Vucic ist nicht einverstanden mit der Aktion von Ray. Ihm ist das zu eigensinnig, wie ich das deute. Ja. Oh. Ja, das war die richtige Antwort, der Ehe. Da hätte ich vorher auch zweimal schon voll gepfiffen. Aber das war jetzt die richtige Antwort. Oh, die Coburger sind auch nicht einverstanden und haben mit den Schiedsrichtern. Aber das war ein wichtiger 3-Punkte-Wurf von Ray. Und somit steht es jetzt wieder 63 zu 53 und die Halle tobt. Hallo, die Auszeichnung, schau mal, wie es so eingeht. Ich hoffe, das erste Spiel im Jahr
So, eine Auszeit. Bei den Coburgern steht Adam mit 23 Minuten mit Abstand am längsten auf dem Feld. Zidarevic mit 21. Bei Oberelgen mit 21 Minuten Vucica und Butler. Und Carlo Rosic mit 22. Er führt die Spielzeit an. Klasse. Ah, und Calvin Oldham, mein Gott, nur 6,48 verletzungsbedingt. Der so toll gestartet ist, so toll gespielt hat. Drei Punkte gemacht hat, zwei Assists. Und bei Coburg ist auch interessant, gibt es insgesamt nur 7 Assists, davon 6 auf Adam und 1 auf Turan, von den anderen Spielern 0. Ich weiß nicht, was für eine geschlossene Mannschaftsleistung spielt. Ja, schön gemacht. Von der Nummer 15, Coburg. Und jetzt spielt Vucica im Aufbau. Mein Gott, kann das gut gehen. Ray zu Butler. Edin Alisbajic, nein. Jawohl, Rebound bei Jere Vucica. Mit Foul and One. Mein Gott, was macht er heute wieder für ein Spiel? Und die Halle schreit, Jere Vucica. Ja, er macht die Punkte und das waren 19 Punkte von ihm schon. Noch 2 Minuten 19 im dritten Viertel. Carlo Rosic, passt auf. Ah. Und da passt er den Ball zum Trainer von Coburg. Der steht meiner Meinung nach eigentlich fast schon auf dem Spielfeld. Und er sagt ihm noch einmal so eine Aktion. Es gibt ein technisches. Ja, da waren sie gerade aggressiver unter dem Korb oder einfach größer. Foul, ganz klar. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Das war ein ganz klares Foul. Mannschaftsfoul, Grenze erreicht. 2 Freiwürfe. Für Ray, Colton Ray. Und er muss raus. Der Spieler mit der Nummer 3. Und für ihn kommt Walde und Turan geht. 2 Freiwürfe für Ray. Ah, er trifft den ersten nicht. Das war sein 11. Punkt. Und die Coburger Fans hört man auch. Toll, die weite Strecke auf sich genommen. Ja, Ray hat den Rebound. Adams hat nicht getroffen. Geht schnell über Brian Butler. Jawohl, Offensivfoul von Brian Butler gepfiffen. Die Punkte zählen nicht.
Das war das dritte Foul von Brian Butler und jetzt braucht man hier einen Wischer. Den wird es doch hoffentlich geben. Dario Jelkic. Coburg wechselt nochmal, Rico geht und Franceschi kommt wieder. Eine Minute und vier Sekunden im dritten Viertel. 10-Punkte-Führung für die Elche. Das war kein Foul im Wurf. Oh, Colton Ray bekommt das Foul. Und jetzt gibt es zwei Freiwürfe für Coburg. Wolf an der Linie. Er verwandelt nur einen und es gibt Sprungballentscheidung und der Pfeil zeigt auf Coburger Seite, also beides jetzt Coburg. Dann wird der Pfeil gedreht und bei der nächsten Sprungballentscheidung hat dann Elchingen den Ball. Als kleine Basketballregel. Schiedsrichter sind meiner Meinung nach gut. Ohne Probleme. Haben es sicher im Griff. Sind auch öfters hier in der Brühlhalle, kennen die tolle Stimmung. Machen das schon ganz gut. Und jeder, der über die Schiedsrichter stimmt, soll selber mal pfeifen. Oh, wieder faul. Von Ray. Jetzt müssen die Elche aber langsam aufpassen. Die Foulbelastung fürs dritte Viertel. Das vierte Viertel kann schon eng werden. Fekete, Butler, Ray und Kuhn mit jeweils drei Fouls. Und auf Coburger Seite Turan mit vier. Und sonst alle bei eins oder zwei. Karlo Rosic, was macht er? So Jere Vucica, 4 Sekunden, 3 Sekunden. Nein. Bobo kann das letzte ausspielen. Das Trainer zeigt es ganz klar an. Ich glaube, die gehen auf den 3-Punkte-Wurf. Nee. Ah. Sie haben es gemacht in der letzten Sekunde. 67 zu 61. Mädchen und Technik? Na klar, gerade uns Mädchen stehen da eigentlich alle Türen offen. Mach jetzt den ersten Schritt und melde dich bei meinem Team Mädchencamp an. Wir haben tolle Sachen für dich vorbereitet.
So, es geht los. Start ins letzte Viertel. Ballbesitz Eichingen. Und Mensch, ist das toll. Ich höre gerade. Wir haben auch wieder unsere Fans aus München, aus Oderbrunn, die toll zuschauen. Begeisterte Basketballfans sind schön. Und schön, dass auch die Landeshauptstadt zuhört. Oh, Fekete konnte nicht treffen. Ah, Ballverlust. Mensch, der Trainer ist engagiert. Super. Oh, nur noch 4 Punkte, 67-63. Nein, der passt nicht. Edin Alespaic. Das konnte man sehen. Das war ein Airball. Oh, und die Coburger, die kommen. Die Bank springt auf. Oh, wieder Foul gegen die Eiche. Erstes Foul. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen aus Sicht der Eiche. Die Foulbelastung. 19-13. Und Adams. Jetzt gilt es für die Eiche, sich zu konzentrieren. Clever zu spielen. Es zählt natürlich Oldham, gar keine Frage, der sich verletzt hat. Jere Vucica trifft nicht. Rebound bei Adams. Und da kommt. Ah. Ausgleich. Oh, Pero Vucica ist nicht einverstanden. Natürlich wurde auch unser Senior hier in der Mannschaft, Marin Petritsch, schmerzlich vermisst, der so ein Spiel schon oft bewiesen hat, dass er so ein Spiel mit seinen Würfen auch drehen kann. Aber er kann heute halt nicht mitspielen. Von Christian Kuhn, der so klasse angefangen hat, sehe ich jetzt ein bisschen weniger. Er versucht jetzt zu Edin Alespaic. Ja, Christian Kuhn. Christian Kuhn hat den Rebound. Stefan Fekete. Hey, der Trainer von Coburg, der steht mehr auf dem Spielfeld, wie seine Spieler fallen. Das können die Schiedsrichter wirklich auch mal sehen. Stellenweise bis zu einem Meter auf dem Spielfeld. Oh, er ist böse. Er nimmt Auszeit gleich. Spricht mit seinem Assistant Coach. Eieiei. Noch 7 Minuten, 15 Sekunden zu spielen. Fünf Spieler bei den Eichen mit 3 Fouls.
Christian Kuhnau mit 14 Punkten und sage und schreibe 9 Rebounds. Vielleicht schafft er noch das Double-Double. Für mich, oh, das war zu leicht den Coburgern gemacht. Für mich hat er ein bisschen zu wenig gespielt, Christian Kuhn, nachdem er so einen tollen Start hatte. Aber jetzt binden sie ihn mehr ein. Jawohl, und er macht's, ich hab's doch gesagt. Was fällt den Coburgern ein? Was machen sie noch? Tolle Mannschaft, tolle Truppe hier. Oh. Schön durchgesetzt. Mensch, aus Sicht der Eche sollte das heute doch klappen. Oh, Christian Kuhn hat verlegt. Und die Coburger Fans stehen auch. Stehen wie eine Eins in der Mannschaft. Die paar, wo hier mitgereist sind. Toll. Max van der Wibbel. Wieder Ausgleich. 73-73. 4 Punkte in Serie für die Eiche. 4 Punkte in Serie für Coburg. Ja, wird eine heiße Nummer heute. Ah. Und geht es zum ersten Mal für die Führung. Ja, schön, Jere Vucica. Tolles Anspiel von Fegede. Ich weiß nicht, sein 7., 8., 9. Assist. Für das ist er da, Stefan Fegede. Aber Adams, mein Gott, da ist er halt viel schneller wie Christian Kuhn. Aber er ist auch nicht der Richtige, wo ihn verteidigen soll. Wechsel Eichingen, Brian Butler kommt. Edin Alice Paric geht. Und Adams geht auch. Oh, welch Wunder. Toller Spieler, dieser Adams. Der die Mannschaft wirklich nach vorne gebracht hat. Und sie sind heute, glaube ich, ganz nah am Auswärtssieg. Dass sie es vielleicht packen können. Bisher haben sie, glaube ich, jedes mit 16 verloren oder sowas. Aber heute wird das ganz sicher nicht passieren. 75-75, noch 4:47. 14 Sekunden auf der Uhr für den Angriff. Was fällt den Eichingen ein? Den Eichen. Jere Vucica. Oh, das war faul, ja. Da brauchen wir nicht diskutieren. 0 Fouls bisher, die Coburg. Das war ihr erstes Foul im vierten Viertel. Und jetzt kommt es auf Christian Kuhn drauf an. Ersten verworfen. Den zweiten macht er. Ja, aber wenn die Coburger jetzt treffen, dann sind sie das erste Mal in Führung. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters, klar. Stefan Fegede bringt den Ball ins Aus. Diskutiert auch niemand. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen, aber die Stimmung in der Halle ist klasse. Das war klar. Aber die Punkte können nicht mehr zählen. Das kann nicht sein. Nein. Jere Vucica hat den Rebound. Und, ah.
Er trifft seinen Dreier nicht. Aber der trifft auch nicht. Aber der Rebound ist bei Coburg. Und sie gehen damit das erste Mal in Führung. Ein Punkt Führung. 77-76 für Coburg. Jetzt Eiche. Strengt euch an. Ah, da greift er ihm natürlich in die Hand. Und Coburg wechselt. Adams kommt natürlich wieder zurück. Wolf geht und Walde kommen zurück. Wow, wow, wow. Eng heute hier in der Brühlhalle. Eng, 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 eng. Hätte man am Anfang so nicht gedacht. Ah, so ein Pech. Jere Vucica verlegt. Das war ein klares Offensivfoul. Von der 12, Wolf. ...3:21. Mensch, ist das spannend heute hier. Aber das Publikum steht hinter ihrer Heimmannschaft. Foul, klar. Das war ein klares Foul. Er haut ihm voll in die Hand, Christian Kuhn, und er bekommt seine zwei Freiwürfe. Ganz sicher. Jetzt Christian, behalt ihn auf und komm. Der erste ging daneben. Der zweite auch. Mensch, er hat so toll begonnen. Jetzt müssen die Elche wirklich aufpassen. Rebound bei Oberelchingen. Jungs, macht's jetzt. Komm, Brian Butler. Was macht? Stefan Fickel hinein. Nein. Der Dreier kommt nicht. Das Publikum steht auf. Unterstützt ihre Mannschaft. Ah, schön hat Christian Kuhn aufgepasst. Jere Vucica. Mein Gott. Er ist jetzt der Spieler des Tages. Mit 23 Punkten. Ein Punkt der Führung und die Halle steht. Macht Adams. Und die 3-Punkte-Wurf. Nein. Kuhn hat den Rebound. Jetzt müssen sie punkten. Ah. Ah. Butler verlegt. Mein Gott, ist das spannend heute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass... Adams, pass auf, pass auf, pass auf. Der ist schnell. Butler, pass auf. Pass auf, er macht. Das war Foul, ja. Foul von Brian Butler. Zwei Freiwürfe für die
Nummer 14. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch die Nerven hat. Von der Wippe 8 Punkte bisher. Jawohl, er trifft den ersten ganz sicher. 78-78. Noch 54 Sekunden auf der Uhr. Und den zweiten trifft er auch. Auszeit. Ey. Wow. Mein Gott. Was passiert jetzt? Aber das ist das Schöne am Basketball. Es ist so eng, es kann sich so schnell ändern, das Spiel. Führungswechsel hin und her. Der Hallensprecher OK bedankt sich bei dem Publikum für die tolle Unterstützung und sie danken es ihm mit Applaus. So, Ballbesitz, ey. Das Rebound-Verhältnis ist mittlerweile gleich 40-40. Assists sind die Eiche deutlich besser, aber es steht trotzdem ein Punkt Führung. So, und jetzt müssen sie punkten, die Eiche. Jetzt müssen sie einen Punkt machen. Uhr abgelaufen. Das darf doch nicht wahr sein. 14 Sekunden auf der Uhr und die Elche schaffen es nicht, einen Korb voll zu machen. Überhaupt einen Wurf einzusetzen. Das darf doch nicht sein. Oh, 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 wenn Coburg jetzt punktet. Und sie halten natürlich den Ball, Adams natürlich. Und er wird werfen, glauben Sie es mir, er wird werfen. Nein, der Kleinste holt den Rebound. Der Kleinste holt den Rebound. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt faul natürlich. Das kann nicht sein. Und sie haben den Ball. Es gibt keine Freiwürfe, weil es erst drei Fouls sind. Aber das Momentum ist jetzt bei Coburg. Jawohl, sie müssen faulen, klar. Sie müssen schauen. Sie müssen faulen, klar. So, und Adams, da bin ich mir sicher, dass er, wenn er beide macht, hilft nur noch ein 3-Punkte-Wurf für die Verlängerung. Wenn er nur einen trifft, ja, dann hilft nur noch ein 3-Punkte-Wurf. Und das wird über Vucica gehen oder über Rosic oder Alice Bajic. Auszeit, ey. 8,9 Sekunden auf der Uhr, 78-81 für Coburg. Ich habe natürlich von den Coburgern noch kein Auswärtsspiel oder sowas gesehen, nur das Spiel von uns in Coburg im Stream.
Aber sie sind ein gutes Team. Sie haben es toll gemacht, angeführt von Adams, der auch gleichzeitig ihr Topscorer ist, 20 Punkte mittlerweile hat. Aber trotzdem, Francesi und Wolf haben auch 15 von der Wippel 10. Und in Oberhechingen ist halt alles so ziemlich auf Vucica mit 25 Punkten. Und dann Christian Kuhn mit 17. Natürlich die Verletzung von Oldham, ganz schlimm. Hat die Mannschaft sicherlich auch geschwächt, nachdem er so toll begonnen hat. So, jetzt schauen wir mal, was sie sich einfallen lassen, die Eiche. Es kann nur über einen Dreipunktwurf gehen. Und das wird Alice Baric oder Jurica sein. Oder vielleicht Karlo Rosic. Marian Petric fehlt natürlich auch. Der wäre der richtige Spieler auch für so eine Situation, der schon zigmal bewiesen hat. Und wenn es klappt, dann wäre es mit einem Dreipunktwurf, dann wäre es die erste Verlängerung in dieser Saison. Ja. Das ist es natürlich. Du oder ich, gell? Entweder trifft er oder er trifft nicht. Ah, natürlich nichts, alles falsch. Jetzt machen es die Coburger noch. Nachdem alles falsch den Drei-Punkte-Wurf ein Airball wird. Glückwunsch nach Coburg. Sie haben sich deutlich gesteigert. Sie haben es toll hinbekommen, haben mit Adams, den überragenden Aufbauspieler hier natürlich. Und die Eiche sind frustriert. Oh, Oldham, er humpelt. Das ist nicht schön. Hoffentlich geht es dem Jungen wieder gut. Glückwunsch nach Coburg. Kommt gut nach Hause. Ihnen allen, den Zuschauern von Elchen, frohe Weihnachten. Machen Sie es gut. Und wenn es heute auch nicht geklappt hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Danke, auf Wiedersehen.